Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher mmogia.de. Ja, herzlich willkommen zum vierten Boss, dem sogenannten Beauty bzw. Stutzer. Ich weiß zwar nicht, wie man von Beauty auf Stutzer in der Übersetzung kommt, aber ein weiteres Beispiel dazu, wie schlecht die Übersetzung teilweise in World of Warcraft ist. Ja, ihr seht jetzt hier drei Hunde vor dem guten Beauty und diese drei Hunde kann man theoretisch gesehen komplett aus dem Kampf nehmen. Ihr habt jetzt gesehen, den linken haben wir einen Eisblock gepackt. Den in der Mitte haben wir gefrockt und den ganz rechts haben wir gesleept, glaube ich zumindest, dass es gesleept war. Und wir bekämpfen dann jetzt nur den Hauptboss. Also die drei Ads sind beschäftigt, crowd-controlled und den Hauptboss bekämpfen wir. Ja, der Hauptboss hat auch so einige Fähigkeiten, ihr habt gesehen, so ein kleiner Kick. Dann hat er noch ein 4, wie könnte es anders sein bei so einem Hund. Und teilweise, ja, charged er da jemanden an. Ihr habt das gerade gesehen, das ist aber ja so ein bisschen random teilweise. Und eben hier dann der Mass 4, den man natürlich nicht avoiden kann, aber eben ja aufpassen sollte. Ihr seht hier, wenn die Hunde draußen sind, machen die so ganz böse Sachen. Ihr müsst dann gucken, also wir haben jetzt zum Beispiel nichts gehabt, jetzt kommt hier wieder der Kick, er kickt mich weg, macht er halt random. Und ja, diese Feuer auf dem Boden, die machen die Hunde, wenn die rauskommen. Da hat der Sleep leider nicht mehr gesessen. Naja, der Druide ist halt manchmal wohl ein bisschen schlecht. Wir haben das ja gerade schon gesehen, leider mit der Aggro, die er gezogen hat beim dritten Boss und jetzt auch hier kein Vermögen, den Crowd Control aufrechtzuerhalten. Denn ihr seht, wenn die kleinen Hunde draußen sind, machen die so Teile auf dem Boden. Also der Kampf wird ziemlich leicht vergleichsweise mit seiner normalen Version, wenn man alle drei Hunde dauerhaft kontrolliert. Denn ihr könnt euch vorstellen, ne, wenn man halt nicht durch so Teile geführt wird, wird eben der Schaden einfach minimiert. Ja, wir haben das jetzt hier ja, nicht dauerhaft durchgehalten, es lag an unserem Druiden. Wenn ihr in Flame wollt, Elora, QZ heißt er auf dem Live-Server, einfach mal anschreiben und sagen, dass er hier nicht Crowd-Controlled habt. Nein, ja, da vorne haben wir wieder ein Ausrufzeichen im Boden, da geht dann die Quest weiter und hier nochmal der Kampf eben. Also ihr habt gesehen, am Anfang alle drei Hunde Crowd-Controlled, da ist dann der Kampf wirklich vergleichsweise einfach, wenn man die drei Hunde eben kontrolliert, dann macht jetzt der ja eigentlich nicht mehr wie irgendein Fresh Mob, sage ich mal. Aber das halt nur, wenn man die Hunde kontrolliert. Ja, das ist kommt immer drauf an. Nicht jede Gruppe hat die Möglichkeit, dauerhaft drei Hunde zu kontrollieren. Oder eben Leute, die es nicht schaffen, aber dazu. Nein, Scherz. Kleiner Scherz beiseite, eigentlich ist er ein super Spieler, da kann man nichts machen. Aber es sind halt ansonsten nur so kleinere Elemente, auf die man nicht wirklich achten kann. Ich meine, dann wird man halt zwischendurch mal weggekickt und so, ne? Das sind halt relativ ja, einfache Sachen einfach, ne? Also, da, so, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, jetzt ein Hund, wie viele von diesen ja, Tümpeln auf dem Boden, ja, und schon gemacht hat, wenn man alle drei Hunde hätte, das wäre schon doof. Daher guckt einfach, dass ihr den irgendwie crowd-controlled, diese drei Ads. Und ich meine, theoretisch könnte man sie auch töten, aber das hat halt einfach eigentlich keinen Sinn, ja, sondern die Kontrolle der Hunde ist da wesentlich einfacher und auch einfach effektiver insgesamt gesehen. Ja, ihr seht jetzt, da sind ganz viele Tümpel wieder auf dem Boden und hier wird der lustige Beauty jetzt gleich sterben oder Stutzer, wie auf Deutsch heißt. Ich verstehe immer noch nicht, wie kommt man von Beauty auf Stutzer, für alle, die da vielleicht guckt jemand zu, der jetzt in dem Lokalisierungsteam von Blizzard ist. Das würde mich wirklich interessieren. Wie kommt man auf diese Übersetzung? Aber gut, es ist ja auch Wintergrasp und 1000 Winter. Aber naja, darüber brauchen wir nicht reden. Das war auf jeden Fall der gute Stutzer und die komplette ja, anschauliche Guides mit Loot und so weiter findet ihr auf www.venian.eu und der Link ist auch in der Beschreibung des Videos. Danke fürs Zuschauen.